Wir stehen hier in unserer neuen Mischung auf an Kingold. Die Leitgräser sind vor allem eben der Rohrschwingel, englisch Reigras, Knallgras auch dazu, damit es eben mit den tiefen Wurzeln vor allem vom Rohrschwingel, vom Knallgras richtig etwas noch gibt. Zusätzlich eben die Luzerne hier, die hier ein bisschen kalt hatte die letzten paar Nächte. Man sieht sie, sie wollte ein bisschen anfangen zu gelbeln. Aber die eben durch ihr massives Wurzelwerk auch im Sommer richtig durchziehen kann. Man muss allerdings sagen, Luzernenmischungen muss man etwas vorsichtig sein beim Nutzung. Man sollte nicht über 4 bis 5 Nutzungen ausgehen. Man sollte im dritten Schnitt möglichst einmal aufwachsen, einmal aufblühen, damit sie auch richtig ins nächste Jahr kommt. Wichtig auch zu sagen bei Luzernen ist sicher der pH-Wert. Sollte über 6,4 sein, sonst geht sie auch wieder retour. Bei Bestandeslenkung kommt es immer darauf an, wie hoch der Anteil natürlich von Luzernen ist. Wenn man die Luzernen fördern will, wenn man trockene Jahre hat, muss man sicher ein bisschen zurückgehen mit der Stickstoffdüngung. Wenn man sieht, dass Gras Überhang nimmt, dann kann man natürlich mit dem Stickstoff auch hochfahren, damit man die Gräser fördern kann. Sonst ist sicher auch zu sagen, bei Luzernen nicht zu tief abholen, sicher die 8 bis 10 cm Schnitthöhe einhalten, damit sie sich gerne wieder erholen kann und auch genug Reservestoffe für den nächsten Auflauf hat. Auch Beweidung bei dieser Mischung ist sicher nicht ideal. Da bringt man also die Luzerne zu Boden, wenn man die jetzt streng beweidet. Das Ertragspotenzial dieser Mischung ist relativ hoch. Die Mischung ist sicher im ersten Jahr noch nicht im Vollertrag. Dafür kann man so 3 bis 4 Jahre voll brauchen. Wenn wir es gesamtbetrieblich anschauen, ist aber die Wiese eine der wichtigen Quellen, innenbetrieblich, dass wir die als Grundfutter nachher durch die Tierproduktion auch auf einem höheren Niveau haben, dass die Qualität stimmt. Zuerst muss man mal schauen in der Nährstoffbilanz, wie viel Kali haben wir innenbetrieblich überhaupt zur Verfügung. Und dann sieht man dort anhand von den Zahlen, dass wenn wir viel Rinderhofdünger haben, dass Kali vielmal oben durch ansteht und man schon mit rund 80 bis 90 Kubik Milchfee, Vollgülle, 1 zu 1 verdünnten Kaligehalt von einer intensiven Wiese ausgeschöpft hat. Ganz wichtig ist, dass man sich vor Augen hat, dass der hohe Kaligehalt im Boden einen Antagonismus auslöst für Calcium und Magnesium. Sprich, wenn man hohe Kali Vorräte in der Hand, tut man das Calcium sowie auch das Magnesium blockieren im Boden rein. Sprich, auch im Grundfutter ist nachher der Kali erhöht und das ganze Spiel passiert auch im Pansen vom Tier nachher ab. Was auch nicht vernachlässigt werden darf, ist sicher das Magnesium. Schwefel, gerade Schwefel hat in den letzten Jahren massiv zugenommen an Bedeutung, weil wir aus der Atmosphäre her, aus der Luft weniger Schwefeleinträge haben. Müssen wir das über den Mineraldünger im Idealfall abdecken. Der Schwefel hilft mir natürlich, die Stickstoffaufnahme in den Pflanzen zu fördern.